prädestiniert. Hauptsache, er wundert sich nicht über die Gangart. Weiter geht's. Mit Start in 3 Minuten. Start in 3 Minuten. Start Nummer 3, Wizard und Sean Byrne. Ja, Wizard stand eigentlich schon ganz, ganz früh als Starter für dieses Rennen fest. Und wenn es jetzt in Westdeutschland in letzter Zeit auch mehr Trabreiten gegeben hätte, dann hätten wir Wizard sicherlich auch schon öfter unter dem Sattel gesehen. Und richtig viel leichter. Und man muss ja auch ganz klar sagen, Henry Beutzer kommt natürlich aus ganz, ganz anderen Aufgaben. Und der 9-Jährige hat hier natürlich mit Abstand die beste Sulky-Klasse, hat hier auch die höchste. So, der Startwagen rollt dann an zu unserem heutigen Gästereiten. Daylight de Marenz, die Stadt Nummer 1, Silke Brüggemann, Otton Colleur, die 2, Stephanie Conjonco, die 3, Wizard mit Sean Byrne, die 4, Olpster de Jumeli, Martin Seidel, Terpi Burgerheide, die 5, Robin Weber, Format Damm, die 6, Miguel Lopez, dann Dragona, die 7, Anna van den Trost und die 8, Henry Beutenzorg und Eki Ganbat. So, und damit ist dann unser heutiges Gästereiten dann auch gestartet. Alle Pferde treten hier glatt ein, ganz an der Außenseite. Henry Beutenzorg legt hier los wie die Feuerwehr, übernimmt hier sofort das Kommando. Henry Beutenzorg von der Startnummer 8 bringt das Fell in Kürze in die Tribünen gerade hinein. Henry Beutenzorg führt hier praktisch schon mit einer kompletten Weide hier das Feld an. Die erste Zwischenzeit, die hier angeschlagen wird von Henry Beutenzorg, lautet hier 1:14:2. Mit Rückstand, da sehen wir dann in zweiter Position Terpi Burgerheide. An der Außenseite versucht dann auch Daylight de Marenz jetzt langsam aber sicher Boden gut zu machen. Format Damm ist dabei und auch ein Dragoner. Eine Runde hat das Feld noch zurückzulegen. Vorne wieder ein wenig kürzer. Henry Beutenzorg, aber immer noch vorne mit der führenden Position. Dahinter ist es dann unverändert Terpi Burgerheide, aber der saugt sich jetzt so langsam an den Piloten vorne heran, geht in Kürze dann auch in den Rücken hinein. Da haben wir eine deutlich, deutlich ruhigere Fahrt hier, die vorne angeschlagen wird von Henry Beutenzorg, 1:23:3. Jetzt vergrößert er allerdings dann noch einmal den Vorsprung, Mitte der letzten Überseite. Burgerheide. Und so geht es dann hier auf die letzten 300 Meter mit Henry Beutenzorg. 1:15:0. Das nächste Teilstück und das sieht gut aus hier für Henry Beutenzorg. Und ich denke mal, der wird das Rennen hier, dieses Gästereiten heute nicht verlieren. In der Hand von Burjaikan Ganbat gewinnt man hier dieses Gästereiten. Dahinter auf dem zweiten Platz, da ist es dann Format Damm. Wer wird denn Dritter? Innen kommt noch Dragona durch und Dragona wird dann noch Dritter vor Terpi Burgerheide. Dann Wizard mit Daylight de Marenz und die 2 Otton Colleur. Nochmal machen. Glauben Sie auch, dass die Jockeys auch mal Lust haben, in Sulky zu fahren? Also nicht nur reiten, sondern auch Sulky fahren? Fragen Sie sie. Werde ich gleich machen. Vielen Dank. Jetzt muss ich nochmal an Ihren Namen fragen. Herr Runert, wie hat es Ihnen gefallen und wie bewerten Sie den heutigen Auftritt? Also ich habe es ja gerade schon gesagt, die sind alle gestern in Dortmund gelaufen, auch haben gestern auch in Dortmund gewonnen und dann heute hier in Gelsenkirchen. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen aus dem Galopprennsport heute hier sind, würde ich dem Trabpark Gelsenkirchen empfehlen, dieses, wie Christian gerade schon sagte, wieder zu veranstalten. Das werden wir sehr gerne machen. Und ja, unser sportlicher Leiter Hans Mattiesen ist ja auch im Galopperlager ganz groß dabei. Und wir freuen uns jetzt auf den Sieger des Gästetrabreits. Wir freuen uns auf Enki Ganbat und auf Henry Beutenzorg. Enki, herzlichen Glückwunsch. Wie war es heute? Wie war es gefühlt? Man kann ihn auch. Die Pferde kennen das zu stehen. Ah, ja, schon mal. Enki, wie war es das Gefühl, heute mal auf dem Traber zu reiten? Ja, es ist, theoretisch ist es ja eigentlich fast dasselbe, nur im Trab.
Und da muss man ja von der Balance ein bisschen anders agieren, weil beim Galoppreiten, da geht ihr mit der Bewegung mit und hier steht ihr mehr. Ja, wir stehen hier mehr, aber in der Arbeit gehen wir auch oft mit kurzen Bügen traben und deswegen ist das für mich jetzt kein Unterschied. Wenn wir es nochmal machen, bist du wieder dabei? Ja, ich bin dabei. Super, wir freuen uns. Meine Damen und Herren, bitte Ihren herzlichen Applaus für Enke Gambach und für Henry Wollenzorn. Sitzt das der Stall von Pleasure, dahinter stehen Detlef Stappel und Martina Jenstappel. So, jetzt aber bitte Ihren herzlichen Applaus.